So, mal eben kurz warten, bis das hier soweit ist. In der Zeit machen wir mal ein paar Lampen noch da unten hin, wa? Keine Ahnung, wie groß die Höhle ist. Ziemlich groß, würde ich sagen. Oh. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da sind sie schon wieder weg, unsere Abbaudinger. Das ist Standardmagnetit, den können wir mal abbauen. So, ich bin momentan ein bisschen ruhiger, weil ich die Viecher hören will. Die sich aber momentan gar nicht bemerkbar machen. Hm. Gut, haben wir es hier gleich? Ja, 6 Sekunden noch. Dann können wir das einsammeln. Alter, da ist ja noch mehr Kohle drunter. Gut, lassen wir die Kohle mal Kohle sein. Springen wir hier zurück. Halt jetzt hier hoch. Hier sind wir immer noch am Abbauen. Ich Idiot, das war Obsidian. Mist. Das habe ich nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre Kohle gewesen. Und das da oben wahrscheinlich auch. Deswegen sind die Dinger so lange dran. Das war Kohle, passt schon. Ach Mist. Ich hätte hier die anderen nehmen müssen, hätte ich mehr rausgekriegt. Jetzt ist es zu spät. Pech. Gut, dann buddeln wir uns mal hier noch ein bisschen in die Tiefe. Deswegen dauert das jetzt auch so lange bei denen. Treppe sollten wir uns hier runterbauen irgendwie, so. Dass man da ein bisschen leichter hochkommt. Nehmen wir mal einfach die Steine dafür. Da. Ja, so ungefähr. Was haben wir denn hier hinten? Bin nicht der allerbeste Höhlenerforscher. Ich habe da immer so ein bisschen Respekt vor. Jo, hier ist schon Schluss. Das ist gut. Da bin ich beruhigt. Das ist Kohle. Lieber nachgucken. Kann ich jetzt nochmal normale Dinger craften oder habe ich nichts, keine Stone Slips mehr dabei? Ja, nicht aufgepasst. Okay. Egal. Kohle ist ja nicht ganz so schlimm. Da haben wir einiges auf der Tasche. Da ist auch Kohle. Wir können ja einfach mal hier diese Höhle jetzt nutzen, um uns weiter in den Untergrund zu buddeln. Dann brauchen wir jetzt nicht auf eine lange Höhlentour gehen, sondern einfach hier die Gegebenheiten, die es hier halt hat. Schönes Deutsch. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh je. Ich höre es grunzen. Da ist ein Miru. Glaube ich. Ja. Man hört das Atmen. Ich will Fernkampfwaffen haben. Wenn ich da runterfall, dann bin ich tot. Das Glänzende da hinten, das ist auch ein Tier. So viel habe ich schon erfahren. Hm. Schwieriger Abstieg, würde ich sagen. Alter, sind zwei. 1, 2, 3. Da oben steht, da steht, ist das überhaupt einer? Ich weiß es gar nicht. Das sind doch keine Merus, das sind andere Viecher. Wir werden es gleich sehen. Alter, halt.
So, der kommt jetzt nicht von hinten. Auf jeden Fall halten die einiges aus, die Viecher. So, der ist weg. Schnell einen Pilz einwerfen. So, können wir den anlocken irgendwie? Nee, ne? Wenn der jetzt aber von... Achso, da hinten ist die Höhle auch offen. Das ist natürlich doof. Beziehungsweise hier ist ja logischerweise auch noch weiterhin offen. Fackel? Weit verzweigt. Hier gibt's. Oh, guck mal da. Eine Schatztruhe. Ich hab Angst. Ah, guck mal, da ist eine andere Steinsorte. Was haben wir denn hier? Kohle? Ah, guck mal, ein Helm. Sehr schön. Nice. Was ist denn das hier? Siltstone und Stalaktiten. Ah ja. Dann buddeln wir uns doch mal hier in die Tiefe. Salt Rock. Geil. Ching hat's gemacht. Wir haben neue Rezepte. Den hatten wir doch gebraucht für das Schwert oder was war das noch? Hier ist eine schön abgeschlossene Ecke. Ah, sehr schön, sehr schön, schön. Guck mal hier, was ist das? Salt Rock. Okay, den nehmen wir schon mal mit. Und diese Stalaktiten-Dinger auch. Da hat es jetzt nicht Ping gemacht. Hatten wir die schon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. So, Salzstein. Okay, Ping hat es gemacht. Was war das? Siltstone. Okay, einfach nur eine andere Steinsorte. Na gut, ist ja sowieso alles Stein hier. Mold. Aha. Okay. Iron Note. Genau, das haben wir doch gesucht. Perfekt. Haben wir noch was hinter? Sehr schön. Zwei Stück. Setzen wir mal eine Fackel hin. Die werden wir jetzt aber dann mit dem verbesserten Extraktor abbauen. Ich hoffe, das geht. Da ist er. Sehr schön. So, damit können wir wieder etwas Neues bauen, nämlich bessere Waffe. Ne, können wir die sowieso schon bauen. Wie war das noch? Ach ne, da brauche ich die zwei Miro-Eiers noch für Augen für. Es hat vorhin Ping gemacht. Das ist wahrscheinlich hier nur so ein die brauchen, warte mal, Iron Bar, Obsidian Slabs, Salt Rock. Genau, passt doch. Wir haben 8 Stück. Jetzt brauchen wir nur noch die Glowing Mushrooms. Die gibt es auch im Dunkeln. Text lesen und Deutsch sprechen. Die gibt es auch hier unten irgendwo. Die wachsen da irgendwo so dann in den Höhlen. Vor sich hin. Das heißt, die müssen wir auch noch irgendwie ausbuddeln. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Ebenen, Schichten die vorkommen, aber ich gehe mal davon aus, dass das hier so auch in der Nähe sein wird. Das heißt, wir nehmen mal dieses Höhlenabschnittchen hier und werden mal Folgendes machen. Ich werde mir hier eine Spawn-Ecke bauen. Das heißt, ich mache hier zu. Ich weiß ja, dass sie sich da so ein bisschen durchglitschen können. Toll. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Dann machen wir uns hier ein Kämmerchen. Wo wir den Spawner aufstellen, Spawner sage ich schon, hier den Transporter aufstellen. Und dann nehmen wir das hier als Ausgangspunkt für unsere Exkursion. Das ist, wie gesagt, dann der Vorteil von den Transportern. Das heißt, man braucht dann nicht großartig in der Weltgeschichte rumrennen, sondern kann sich einfach hier einen Transporter aufstellen.
Wenn ich ihn da jetzt finde, gehen wir mal ins Inventar. Da ist er. Zack. So, was packen wir denn mal hier unten rein, damit wir wissen, dass wir da auch in den Boden reinkommen. Was ist das? Mold. Nee, Slithstone. Salt Drop will ich jetzt gerade nicht nehmen, weil ich da nicht so viel von hab. Nehmen wir mal den. So, this portal code is Siltstone. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier uns eine Basis machen, wo wir dann als Bergwerkszugang nutzen. Und das dann hier dementsprechend einfach mal tiefer buddeln. Ja? Ja. Können wir uns ein paar Treppen machen, dann kommen wir hier besser runter. Dann schauen wir mal, wie groß wir das hier machen. Apropos Treppen, kann ich nicht einfache Steintreppen machen? Wollen nämlich nicht immer so hüpfen. Na komm schon. Ja super, selbst dafür braucht man Slabs. 4, 8, 12 Holztreppen. Egal, machen wir uns eine Basis, wie gesagt, dann auch mit entsprechenden Werkzeugkram und Werkbank, eine kleine Kiste und alles, was dazugehört. So, wo hat er jetzt die Treppen hingeworfen? Da. Na, komm schon. Ja, ist doch perfekt. Ja, ist ein bisschen dicht dran. Setzen wir den mal da hin. So, jetzt ist nämlich mein Eisen da unten fertig. Und da ist noch Eisen hinter. Ja, zumindest einer. Inventar. Zack. Das finde ich ja praktisch. Haben wir hier noch was drunter? Das wäre natürlich noch ein Traum. Nö. Na, macht ja nichts. So, jetzt machen wir hier nochmal eben eine Fackel hin, damit es us hier leuchtet ist. Dann springe ich mal eben fix zurück. Werde dann einen Eisenbarren uns einschmelzen. Und da mal eben ein paar Klamotten mitnehmen. Holz und sowas. Damit. Ja, toll, das ist schön, wenn das da oben leuchtet. Da habe ich nichts von. Ja, sehr schön. Weil das relativ dicht ist, muss auch nicht großartig hier alles laden. So, da kommt jetzt der Slithstone rein, ne? Nee, dich wollte ich nicht haben. Dich auch nicht. Dich wollte ich haben. So, Quatsch, das kommt da oben rein. Und dann nehmen wir mal Kohle, damit es schneller geht. 12 Stück haben wir da rausgeholt. Das hat sich ja gelohnt. Kohle haben wir 90 Stück auf der Tasche. Da brauchen wir demnächst erstmal nichts abbauen. Jetzt machen wir uns mal eben hier ein paar... Quatsch, ich mache das mal folgendermaßen. Wir bauen uns eine Werkbank. Tschuck. Dann bauen wir uns einen Schmelzofen mit Stone Slabs. Ups, Entschuldigung. Ah. Mineralwasser getrunken, muss ein bisschen aufstoßen. So, jetzt machen wir den Ofen. Ach, 6 Stück brauchen wir davon, ja. Wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Habe ich eigentlich noch. Ah ja, okay. So, das nicht. Das kommt da rein, das kommt da rein. Den behalten wir mal in eine Tasche. Die Mirror Eye können wir da auch erstmal reinpacken, damit es safe ist. Tülidü. Rockshards. Ach Quatsch, das war nicht schon die Idee. Karakol. Ist egal. Karakol. Quatsch. Koralle. Mein Gott. Die können wir da reinpacken. Da haben wir schon was. Das ist unsere Lootkiste.
Das ist Obsidian, alles klar. Ach Mist, auf der anderen Seite steht der Obsidian noch. Da müssen wir noch eben hin. Den holen wir uns noch. So, das packen wir ein. Und dann gucke ich noch eben, ob ich eine schöne große Kiste bauen kann. Kisten, Kisten, Kisten. Da. Stone Rod und Melted Wax. Melted Wax haben wir hier. Nein, das wird zu viel. So. Da sind keine. Oder hatte ich hier noch Stone Rods? Ich muss das mal ein bisschen besser organisieren hier. Ich renne hier von einer Ecke zur anderen. So, die packen wir ein. Jetzt können wir uns nämlich auch noch eine Kiste bauen. Sehr schön. Und dann springen wir mal zurück in den Untergrund und können da uns dann weiter vergnügen. Ich finde das so praktisch mit den Dingern hier. Das machen wir uns mal hier ein bisschen breiter. So, den brauchen wir. Die Kiste brauchen wir. Ist alles noch ein bisschen eng hier. Na super. Achso, okay. Stellen wir den mal ein bisschen an der Seite. Wo ist er da? Ich weiß nicht, was passiert, wenn er direkt in der Ecke steht. Das ist das Problem. So. Dann machen wir hier eine Kiste hin und daneben machen wir die Crafting-Station. Zack. So, sehr schön. Jetzt packen wir mal die Sachen da rein, die wir gerade nicht direkt brauchen. Beziehungsweise was mir leid abgehen würde. Der Rest ist entbehrlich, ne? Naja, da brauche ich mal ein paar von. Halt. So, ja, wir müssen hier nochmal eben durch die Wand durch. Denn auf der anderen Seite ist unser Obsidian. Wir können natürlich hier eine schöne Tür reinsetzen, fällt mir gerade mal ein. Stone Rod.